Wenn ihr in Deutschland arbeitet, studiert, lebt, ist natürlich das Thema Geld sehr wichtig. Deshalb dachte ich mir, ich drehe mal ein Video, in dem ich über Begriffe und Ausdrücke rund um die Themen Geld, Geld verdienen, Steuern und Banken spreche. Ich habe einfach mal diese Begriffe hier rausgesucht, von denen ich denke, dass sie interessant und wichtig für euch sein könnten. Viel Spaß! Wenn ihr in Deutschland lebt, braucht ihr natürlich ein Konto bei einer Bank. Schauen wir uns mal zwei verschiedene Kontotypen an. Das Girokonto und das Tagesgeldkonto. Das Girokonto ist ein Konto, mit dem man alltägliche Zahlungen erledigt. Das heißt, das Gehalt wird auf dieses Konto überwiesen und man benutzt es, um Rechnungen zu bezahlen und sich Bargeld zu holen. Hier sind zwei Beispielsätze mit diesem Wort. Mein Arbeitgeber überweist mir jeden Monat 2000 Euro auf mein Girokonto. Und da ich mein Girokonto bei einer Online-Bank habe, kann ich meine Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus erledigen. Eine Online-Bank hat keine Filialen, also keine Büros, in die ich als Kundin reingehen kann. Bei meiner Bank wird alles online erledigt. Man nennt so eine Bank auch Direktbank. Und das Gegenteil davon ist eine Filialbank. Das ist eine Bank, die Filialen hat. Da kann man also persönlich hingehen und sich beraten lassen. In diesen zwei Beispielsätzen könnten wir auch einfach Konto sagen statt Girokonto. Wenn man von einem Konto spricht, meint man normalerweise das Girokonto. Nützliche Verben, die häufig mit dem Wort Konto benutzt werden, sind ein Konto eröffnen, das heißt ein Konto bei einer Bank erstellen. Das Gegenteil davon ist ein Konto schließen. Wenn man zum Beispiel mit seiner Bank nicht zufrieden ist, kann man sein Konto bei der alten Bank schließen und dann zu einer anderen Bank wechseln. Man kann auch ein Konto überziehen. Wenn ich mehr Geld ausgebe, als auf meinem Konto verfügbar ist, dann überziehe ich mein Konto. Mein Kontostand ist dann im Minus. Wir könnten sagen, ich muss diesen Monat mein Konto überziehen, um meine Miete zu bezahlen. Also, ich bezahle meine Miete und dann ist mein Kontostand im Minus. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist noch der Dispo. Das ist ein Kurzwort für Dispositionskredit. Wenn meine Bank mir erlaubt, mein Konto um 500 Euro zu überziehen, dann habe ich einen Dispo in Höhe von 500 Euro. Hier sind zwei Beispielsätze mit diesem Wort. Als ich meinen Job verloren hatte, war ich froh, einen Dispo zu haben. Das bedeutet, ich hatte wenig Geld auf meinem Konto und nachdem ich meinen Job verloren hatte, kam kein neues Geld auf mein Konto. Weil ich einen Dispo hatte, konnte ich mein Konto zum Glück überziehen. Das heißt, wenn ich 100 Euro auf dem Konto hatte, konnte ich mir trotzdem für 150 Euro Essen kaufen. Dann war das Konto 50 Euro im Minus. Zweiter Beispielsatz. Die Zinsen für den Dispo sind ziemlich hoch. Deshalb versuche ich, ihn nicht zu nutzen. Wenn ihr euer Konto überzieht, möchte die Bank dafür Geld von euch haben. Sie verlangt Zinsen. Deshalb vermeidet man normalerweise, den Dispo zu nutzen. Ich habe ja gesagt, dass wir noch einen anderen Kontotypen haben. Ein Tagesgeldkonto ist eine Art Sparkonto. Auf das Geld, das auf dem Tagesgeldkonto liegt, bekommt man normalerweise höhere Zinsen als beim Girokonto. Und ein weiterer Unterschied ist, dass man von einem Tagesgeldkonto kein Geld an andere Personen überweisen kann. Es ist vor allem dazu da, das Geld sicher zu sparen. Bleiben wir noch kurz bei unserem Konto. Was macht man mit einem Girokonto? Man kann natürlich Geld überweisen oder Bargeld am Bankautomaten abheben. Ganz interessante Ausdrücke in diesem Zusammenhang sind für euch aber vielleicht auch die Begriffe Dauerauftrag und Lastschriftverfahren. Zuerst der Dauerauftrag.
Der ist besonders nützlich, wenn man regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag auf ein anderes Konto überweisen möchte. Ein typisches Beispiel ist die Miete. Ich habe bei meiner Bank einen Dauerauftrag eingerichtet. Das bedeutet, dass immer am ersten Tag des Monats die Miete an meinen Vermieter überwiesen wird. Wenn ich den Dauerauftrag eingerichtet habe, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Das Geld wird dann ganz automatisch jeden Monat überwiesen. Das Gegenteil von einen Dauerauftrag einrichten ist einen Dauerauftrag kündigen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich ziehe nächsten Monat um und darf nicht vergessen, den Dauerauftrag für meine bisherige Miete zu kündigen. Jetzt zum Lastschriftverfahren. Beim Lastschriftverfahren bucht eine andere Person oder Firma direkt Geld von meinem Konto ab. Ich gebe dieser Person oder Firma die Erlaubnis, das Geld von meinem Konto abzubuchen. Stellt euch vor, ihr habt einen Handyvertrag, bei dem ihr jeden Monat eine bestimmte Summe bezahlen müsst. Anstatt dass ihr jeden Monat das Geld selbst überweist, erlaubt ihr dem Handyanbieter, sich den Betrag direkt von eurem Konto zu holen. Das macht die Bezahlung einfacher. Ein anderes Wort für das Lastschriftverfahren ist der Bankeinzug. Hier sind zwei Beispielsätze. Ich bezahle meine Stromrechnungen per Bankeinzug. Also, das Unternehmen, von dem ich meinen Strom bekomme, bucht das Geld für den Strom direkt selbst von meinem Konto ab. Wir können auch sagen, ich habe meinem Stromanbieter eine Einzugsermächtigung erteilt. Noch ein wichtiges Wort, die Einzugsermächtigung. Jemandem eine Einzugsermächtigung erteilen bedeutet ganz einfach, jemandem erlauben, das Geld von meinem Konto abzubuchen. Zwei wichtige Begriffe, die ihr kennen müsst, wenn ihr in Deutschland arbeitet, sind Netto und Brutto. Wenn ihr einen Arbeitsvertrag unterschreibt und darin steht, dass euer Gehalt 3.000 Euro beträgt, dann ist das euer Bruttoeinkommen oder euer Bruttogehalt. Das bedeutet, dass von diesem Betrag noch einige Dinge abgezogen werden. Ihr bekommt also nicht 3.000 Euro überwiesen auf euer Girokonto, sondern weniger. Das Geld, das auf euer Konto geht, nennt man das Nettoeinkommen. Schauen wir uns ein paar ganz alltägliche Beispielsätze mit diesen Begriffen an. Wie viel verdienst du? 3.000 Euro brutto. Das ist umgangssprachlich für mein Bruttogehalt beträgt 3.000 Euro. Oder der Unterschied zwischen Netto und Brutto kann sehr groß sein. Wenn man wissen möchte, wie viel Geld netto vom Bruttogehalt übrig bleibt, kann man einen Brutto-Netto-Rechner verwenden. Ein Brutto-Netto-Rechner ist eine Website, auf der man sein Nettoeinkommen berechnen kann. Googelt einfach mal danach, wenn es euch interessiert. Für Mitglieder von Deutsch mit Rieke habe ich ein paar Aufgaben erstellt, mit denen ihr die Begriffe aus diesem Video üben könnt und schauen könnt, ob ihr alles richtig verstanden habt. Außer Quizfragen bekommen Mitglieder auch die Skripte zu allen meinen Videos als PDF und können meine Videos als Podcast anhören. Wenn das interessant für euch klingt, dann klickt gerne mal hier oben oder auf den Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Was wird denn vom Bruttoeinkommen abgezogen? Zum einen die Steuern. Die Einkommensteuer zum Beispiel. Wie viel Einkommensteuer man zahlen muss, hängt unter anderem davon ab, wie viel man verdient. Wer wenig verdient, muss weniger Steuern zahlen als jemand, der sehr viel verdient. Außer den Steuern werden vom Bruttogehalt auch die sogenannten Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Ein langes, kompliziertes Wort. Was bedeutet das? Naja, Sozialversicherungsbeiträge sind die Beiträge zu verschiedenen Versicherungen. Wir haben da erstens die Krankenversicherung. Wenn man in Deutschland krank wird, bezahlt die Krankenversicherung normalerweise die Kosten für Arztbesuche und Medikamente. Ihr müsst selbst also nichts beim Arzt bezahlen.
Zweitens haben wir die Pflegeversicherung. Wenn es einer Person so schlecht geht, dass sie Hilfe im Alltag benötigt, wird sie von der Pflegeversicherung mit Geld unterstützt. Drittens haben wir die Arbeitslosenversicherung. Wenn man seine Arbeit verliert, bekommt man Geld von dieser Versicherung. Und zuletzt haben wir die Rentenversicherung. Die sorgt dafür, dass Menschen im Alter finanziell abgesichert sind. Das ist jetzt natürlich alles nur sehr kurz zusammengefasst. Die Beiträge für alle diese Versicherungen zusammen sind die Sozialversicherungsbeiträge. Und diese Beiträge werden automatisch vom Bruttogehalt abgezogen. Übrigens teilt ihr euch diese Beiträge mit eurem Arbeitgeber. Euer Arbeitgeber zahlt eine Hälfte und ihr zahlt von eurem Bruttogehalt die andere Hälfte. Und das passiert ganz automatisch. Ihr seid in Deutschland also automatisch in diesen Versicherungen versichert, wenn ihr fest angestellt seid. Hier sind ein paar Beispielsätze mit diesen Ausdrücken. Nach Abzug aller Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bleibt mir ein Nettoeinkommen von 2.200 Euro. Also, wenn ich von meinem Bruttogehalt die Steuern und die Sozialversicherungsbeiträge abziehe, bleiben 2.200 Euro netto. Oder weißt du, wie viel du jeden Monat in die Krankenversicherung einzahlst? Also, weißt du, wie viel Geld jeden Monat von deinem Bruttogehalt für die Krankenversicherung abgezogen werden? Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Schufa. Schufa steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Komplizierter Name, den müsst ihr euch auch nicht merken. Die Schufa ist eine Organisation, die, einfach gesagt, Informationen darüber sammelt, wie zuverlässig jemand seine Rechnungen bezahlt. Und diese Informationen gibt die Schufa an Unternehmen weiter. Wenn ich zum Beispiel in Deutschland einen Internetvertrag abschließen will, fragt der Internetanbieter bei der Schufa nach, ob ich in der Vergangenheit immer alle meine Rechnungen pünktlich bezahlt habe. Meine Handyrechnungen zum Beispiel oder wenn ich etwas im Internet bestellt habe. Wenn die Schufa sagt, ja, Rieke bezahlt immer alle Rechnungen pünktlich, ist der Anbieter zufrieden und ich kann den Vertrag abschließen. Diese Schufa-Auskunft ist auch wichtig bei Mietverträgen. Wenn der Vermieter wissen möchte, ob ich eine zuverlässige Mieterin bin, möchte er meine Schufa-Auskunft sehen. Oder wenn ich einen Kredit aufnehmen will, da kann die Schufa-Auskunft auch eine wichtige Rolle spielen. Hier sind zwei Beispielsätze. Um die Wohnung zu mieten, muss ich dem Vermieter meine Schufa-Auskunft vorlegen. Der Vermieter kann sich meine Schufa-Auskunft nicht einfach selbst holen. Ich muss sie mir von der Schufa holen und sie ihm dann zeigen. Oder ich habe einen schlechten Schufa-Score, weil ich einige Rechnungen zu spät bezahlt habe. Die Schufa-Auskunft gibt immer einen Score an, also einen Wert, eine Zahl. Je höher die Zahl, desto besser. Ein Schufa-Score von 99 ist zum Beispiel sehr gut. Dieses Video war ein kleines Experiment. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und ob euch weitere Videos interessieren würden, in denen ich über bestimmte Themenbereiche aus dem Alltag spreche. Und schreibt mir auch gern, welche Themen euch interessieren würden. Danke und bis nächste Woche.